Mir geht's gut. Ich bin glücklich und zufrieden mit der Welt. Wer sagt das schon angesichts der aktuellen Lage? Stattdessen empfinden wir Hass, Angst, Enttäuschung und Wut. Zu Recht. Erstmal herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer bei DDD. Eine Krise jagt die andere, jeder Katastrophe folgt die nächste auf den Fuß und das seit Jahren. Die Welt wird immer komplizierter und das diffuse Grundgefühl breitet sich aus, irgendwie betrogen worden zu sein. Versprochen waren doch Frieden, Wohlstand und gleiche Chancen für alle. Wer hat uns um all das gebracht? Wo sind die Schuldigen? Warum werden sie nicht bestraft? Und wohin jetzt mit all unserer Wut? Die Soziologin Eva Illus untersuchte, wie sehr Gefühle unsere Wahrnehmung prägen und wie Populisten das befeuern und ausnutzen. Der Krieg im Nahen Osten ist nur die jüngste Eskalation in einer von Krisen gebeutelten Welt. Wir leben in einer emotional aufgeladenen Zeit, geprägt von Angst, Zorn und Hass. Hoffnung auf Versöhnung gibt es kaum. Es macht mich sehr traurig. Diese Traurigkeit kommt von einem Gefühl des Bankrotts von Vernunft und Wahrheit. Wir treffen die französisch-israelische Soziologin Eva Illus in Paris. Seit etwa 2 Jahrzehnten erforscht sie, wie gesellschaftliche Einflüsse unsere Gefühle prägen. Ihre Bücher über Konsumkultur und die Liebe sind Bestseller. Jetzt blickt sie auf unsere aufgewühlte Zeit, in der Gefühle längst keine Privatsache mehr sind. Ich wollte dieses Unbehagen, das wir erleben, genauer beschreiben, um zu verstehen, wie soziale und politische Prozesse eine emotionale Grundstimmung geschaffen haben, die uns zutiefst unglücklich und unzufrieden macht. Für Eva Illus ist diese Unzufriedenheit eine Folge des amerikanischen Traums, dem großen Aufstiegsversprechen des Kapitalismus. Jener Hoffnung, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, um es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen zu können. Wir sind Hoffnungsmaschinen. Wir versuchen ständig, unser Schicksal zu verbessern. Das ständige Vorankommen wollen ist eins der wichtigsten Merkmale der Moderne. Die Kehrseite der Hoffnung ist Enttäuschung. Während die Ansprüche der Menschen immer weiter gestiegen sind, schaffen es nur noch wenige, diese einzulösen. Es tobt ein Konkurrenzkampf um Jobs und Wohnraum in einer Gesellschaft des permanenten Vergleichs. Die Vorstellung, dass wir alle bei der Geburt gleich sind und vielleicht auch gleiche Chancen im Leben haben sollten, erzeugt vor allem Neid. Den linken Parteien wirft sie vor, das nicht erkannt zu haben. Die Linke, die traditionell dafür sorgte, dass diese Probleme gehört wurden, war einfach nicht da. Und dieses entstandene Vakuum wurde sofort von der Rechten gefüllt, weil die Linke eine andere Sprache sprach. Während es der Linken vor allem um Gleichberechtigung ging, wurden die Sorgen der Arbeiterklasse Jahr für Jahr vernachlässigt. Das hat die Populisten stark gemacht. Ihr politisches Programm wendet sich gegen einen Lebensstil, welcher dem Großteil ihrer Wählerschaft verwehrt geblieben ist. Der Erfolg der populistischen Rechten steht im Kontext einer großen Enttäuschung darüber, dass das System für einen selbst nicht funktioniert hat. Dazu kommen enorme Wut, Neid und Groll, zum Beispiel, weil man arm ist oder nicht in der Lage ist, seinen Kindern das zu bieten, was man hätte bieten sollen. Und diese Scham wird begleitet von Wut. Für Eva Illus zählt neben Wut und Enttäuschung auch Angst zu den mächtigsten Gefühlen. Die Rechten haben es geschafft, Immigration als Hauptbedrohung darzustellen. Sie lässt Leute rein, die in dein Haus eindringen, deine Tür aufbrechen. Und sie werden tun, was auch immer sie wollen. Denn wer die Angst steuert, kontrolliere die ganze politische Bühne.
Die Tatsache, dass so viele Menschen weiterhin Trump wählen wollen, zeigt, es basiert nicht auf Überzeugungen, sondern auf Gefühlen. Ich denke, diese Mischung aus Enttäuschung, Zorn, Neid und Groll beschreibt gut die stabile, emotionale Haltung seiner Anhänger. Auswege aus dieser Misere zeigt Eva Illouz uns leider keine. Dennoch, ihre Analyse der explosiven Moderne ist eine kluge und aufschlussreiche Erklärung für das grassierende Gefühl, das unsere Zeit und unsere Demokratie so prägt. Wir sollten bald schlau daraus werden. Denn Hopelessness is not an option. Hoffnungslosigkeit kommt nicht in Frage.